Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt Formel 1 2014. Wir sind in Spanien, in Katalonien, um genau zu sein, und das Rennen, das gibt sowas von Sonnenschein, dass wir uns hier richtig freuen können. Und deshalb gehen wir auch gleich ohne lange Umwege rein auf die Rennstrecke und fahren dort mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, machen wir überhaupt einen Entwicklungstest oder machen wir gleich Qualifying? Ich habe keine Ahnung. 374 Punkte haben wir in der Spielerkarriere schon geholt. Durchschnittlich auf Platz 5 qualifiziert. Und ja, einmal Weltmeister waren wir auch schon. Und da sind wir wieder in Spanien. Geile Strecke. Und ich bin gespannt, wie wir uns hier schlagen. So, haben wir hier einen Entwicklungstest eigentlich am Start? Oder ist hier wirklich schon Land unter? Sprich, Testfahren. Offscreen, Qualifying machen. Achso, Motorwechsel müssen wir auch noch. So, gerade mal kurz reingucken. Nee, gibt's nichts. Okay, dann machen wir ein Setup. Und da das hier Sonnenschein gibt, machen wir hier Flügel weg, runter. Bremsen. Na, Mittel passt. Müssen wir nicht hart machen. Mittel passt. So. Das hier machen wir hart. Das hier machen wir Bodenfreiheit runter, Federn hart. Alles hier auf Maximum Speed getrimmt. Hier sind wir mittlerweile bei 91%. Wir haben den Motor richtig rausgequetscht. Wir machen auf jeden Fall einen Motorwechsel am Ende von der Trainingssession, bevor wir ins Qualifying gehen. Um dann mit einem neuen Motor sozusagen hier den Grand Prix anzutreten. Ist auch eine gute Entscheidung, weil das ist ja eine Highspeed-Strecke und da will man natürlich auch einen schönen, richtig coolen, frischen, nagelneuen Motor haben. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Ja, ist schön, dass ihr das macht. Ich fahre dann jetzt mal ein bisschen Training. Danach sehen wir uns wieder im Qualifying. Bis gleich. So, mein Training ist soweit rum. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Wir sind aktuell mit unserer Zeit hinter Alonso auf Position 8. Ach du lieber Himmel, also habe ich lang für gekämpft, die Zeit hier in Asphalt zu treten. Aber ich habe auch ein bisschen am Auto rumgeschraubt. Und wir brauchen nur einen neuen Motor und dann geht's weiter mit dem Qualifying. Deshalb gehen wir gerade mal hier rein, steht schon auf dem Motor. Na gut, den können wir nicht wechseln, ich will erst noch hier zeigen. So, ich bin hier mit unterschiedlichen Flügeln ans Werk. Vorne ein bisschen mehr wie hinten, da ich besser einlenken kann. Und habe zudem vorne ein bisschen härter als hinten, aber trotzdem nicht so hart, wie ich das ursprünglich wollte. Ebenfalls, dass ich ein bisschen besser einlenken kann, dass hinten mehr Stabilität ist durch eine weichere Aufhängung. Und jetzt holen wir uns einen frischen Motor und dann ist das Training beendet. Und dann geht's weiter mit dem Qualifying. So, und Kevin Magnussen auf 2. Ach du lieber Himmel. Perez auf 4. Die haben bestimmt andere Reifen gefahren. Anders kann ich mir das fast nicht erklären. Ja, weichere Reifenmischung. Zumindest im Magnussen. Oh oh. Tja, ich habe voll gekämpft. Leichte Kollision hatte ich auch noch. Da wurde ich verwarnt, weil mir einer in den Weg gefahren ist, als ich gerade auf einer schnellen Runde war. Pech gehabt. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Qualifying, dann sind wir mal gespannt, wie wir uns da schlagen. Kann ja nur schief gehen. Unglaublich. So, wir klettern wieder ins Auto rein. Echt schöner, frischer Motor. Harte Reifen drauf. Und dann fahre ich zum ersten Mal das Setup. Das Setup habe ich nämlich gemacht nach meiner Runde und habe damit Dinge korrigieren wollen, die mir während der Runde aufgefallen sind. Aber eine richtige Testfahrt habe ich damit nicht mehr gemacht. So, heißt im schlimmsten Fall, funktioniert es nicht. Aber eigentlich müsste es funktionieren. Mit dem, was ich weiß über Fahrzeugsetups, müsste dieses Setup mir helfen bei meinen Problemen, die ich hatte. So, fahren wir gleich mal raus. Machen wir mal eine Rolling Lap. Gucken wir einfach mal, wie das Auto sich da verhält. Benzin machen wir mal mager. So, Auto beschleunigt weiterhin gut. Ich
Ja, der lenkt verdammt gut ein. Da geht was voran. Oh ja, der lenkt verdammt gut ein. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger lenken. Die ganze Zeit musste ich volle Kanne am Lenkrad drehen, dass er überhaupt irgendwas gemacht hat. Jetzt passt es aufgrund von den Flügeleinstellungen. Und wie gesagt, hinten ein bisschen mehr Federung für mechanischen Grip. Und vorne die Hardcore-Nummer. Oh. Eigentlich sollte da hinten gar nicht rutschen. Zumindest mit weichen Reifen dürfte der auf dem Heck gar nicht so rutschen, wie er das gerade im Moment tut. Oh, 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 oh. So, und dann stürzen wir uns mal rein hier in den Spaß. Und fahren mal auf eine schnelle Runde. Und hoffen, dass wir im Qualifying weiterkommen. Oh, böse hier über die Curbs. So, hier müssen wir aufpassen. Müssen wir leicht lupfen, dass wir die Kurve kriegen. So, hier kommen wir gut rum, rutschen sehr auf dem Heck. Wer ist denn da hinter uns, der so schnell ist? So, und da sind wir schon eine ganz gute Zeit gefahren, aber wir legen noch eine hinterher. Das war hart gebremst. Oh oh, das wird nix. Weg von der Linie. Ja. Wir haben kein Benzin mehr, kriegen wir mitgeteilt. Wir sollen in den nächsten zwei Runden an die Box kommen. Ja, was fährt denn der für eine Linie? Ja, die Strecke hier, die ist nicht so meine. Ich fahre die unheimlich gern, tu mir aber unheimlich schwer. So, da haben wir plötzlich einen riesen Zeitgewinn. Ich rutsch wie Sau. Das ist unglaublich. Mit den harten Reifen kriege ich das Auto hier fast nicht unter Kontrolle. Das ist ein Mist. Der lenkt gut ein, hat gut Grip, aber irgendwie... keine Ahnung, kriege ich es einfach nicht zusammen. Und ich gebe kaum Gas, das ist das Schlimme daran. Ich war schon so viel besser.
Die Kurven hier sind eklig, hier hinten in dem Teil. Wie, ich habe keinen Sprit mehr? Die wollen mich jetzt verarschen, oder? Kommen wir, Startziel kommen wir noch. Ja, immerhin eine Sekunde schneller geworden. So, und diesmal machen wir den Fehler nicht, den wir das letzte Mal gemacht haben. Diesmal springen wir hier rein, gehen hier über Session-Optionen zurück in die Garage, dass wir nicht da rumeiern müssen. Puh, war das anstrengend. So, und wir haben Platz 6. Wir sind sogar schneller als Alonso, unglaublich. So, wir versuchen, ob wir durchkommen, ohne dass wir rausfallen, ins Q2 zu kommen. Alonso 10. Wir haben Alonso in harten Reifen, also auf harten Reifen sind wir schneller als Alonso. Zumindest zur Zeit. Au, ins Mikrofon geboxt. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Immer noch auf Platz 6. Sehr nice. Wir haben Q2 erreicht und haben Alonso geschlagen. Nicht verkehrt. So, Q2. Alter Schwede. Das erste Mal mit weichen Rädern und unserem neu zusammengestellten Setup und unserem neuen Motor. Hier dürfen wir jetzt nur eine schnelle Runde fahren, sonst ist der Reifensatz fürs Rennen ruiniert. Den nehmen wir. Nein, das ist falsch. Wir dürfen ja eh nur eine Runde fahren. Können wir eigentlich hier eine Runde sparen? Können wir das Auto ein bisschen leichter machen? Kommen wir vielleicht schneller voran? So, auf die Strecke rausfahren. Wir riskieren's. Wir fahren diesmal früh raus. Können somit noch reagieren. Falls alle Stricke reißen, können wir reagieren, können noch mal eine Runde hinterherlegen auf einem frischen Satz Räder. So, das will ich genau nicht. Die Räder dreckig fahren, das will ich nicht. Räder sauber und schonend behandeln. Das ist mein Ziel. Aber ich bin so auf die Curbs getrimmt, dass ich die wirklich alle mitnehme. So, hier wollen wir eigentlich einen späten Apex mitnehmen, um besser um die Kurve rumzukommen. So, Benzin auf Fett, wenn wir hier reinkommen, hier früh aufs Gas und dann raus in die hoffentlich schnelle Runde. Drückt mir die Daumen. Oh, bitte kein Verkehr, bitte kein Verkehr, bitte kein Verkehr. Den kriegen wir direkt in der Kurve, den Maldonado. Oh. Ja, der hat uns die Runde versaut. Wir konnten nicht mal die Kurve richtig nehmen. Sag mal, was schaffen die denn? Oh, Alter! Was schaffen die denn, die KI? Sollen wir aus dem Weg gehen?
Wir sind auf einer schnellen Runde und versuchen in der Qualifying Lap zu fahren. Die sind auf der Einrollrunde. Stehen wir hier voll im Weg. Irgendjemand hat mir unter das letzte Video geschrieben, dass ich mir mal Assetto Corsa angucken soll. Da gibt es zwar keine Karriere, wäre aber schön zu fahren. Könnte man auch Rennen fahren, das weiß ich. Ich habe Assetto Corsa. Aber man kann eben, wie gesagt, einfach nur rumfahren. Und das ist mir ein bisschen wenig. Alter Schwede. Wir könnten schneller. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht schneller. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen vom Sprit her. So, falls wir es irgendwie schaffen, diese Runde zu Ende zu fahren, fahren wir die zu Ende. Weil die könnte recht schnell werden. Dafür fight ich gerade. Vor. Ja, alter Schwede, bevor ich jetzt hier von der Strecke fliege, gehen wir schnell zurück in die Garage und hoffen, dass wir auf Position 10 bleiben. Wird nix, 13, das gibt's doch nicht. Wo ist Alonso? Der ist auf 3. Nun, den haben wir vorhin weggebügelt, jetzt fahren wir sogar schneller als vorhin und haben wieder keine Chance gegen den. Das gibt's doch nicht. 2 Sekunden schneller fährt er als im Training. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Puh, die geben mir hier Denksportaufgaben vom Allerfeinsten, echt. So, wir nehmen den Sprit mit, nochmal raus, weiter geht's. Irgendwie in Q3 kommen. Oder zumindest auf Platz 11. So, Standard-Benzingemisch. Diese Kurve hier, die ist so brutal. Das ist eine Mutkurve. Das heißt, da muss ich, wenn ich eine schnelle Runde fahren will, einfach um Gas bleiben. Und hoffen, dass ich nicht rausfliege. So, genau so eine Mutkurve kommt hier oben. Wenn man da den richtigen Winkel erwischt, kann man die eigentlich sogar Vollgas fahren, aber den Winkel erwische ich nicht, wenn ich Vollgas fahre. Und das ist eine richtig ätzende Kurve. Da richtig anzubremsen ist so schwer. Ja, das Lenkrad hilft mir natürlich auch nicht dabei, das Benzingemisch schnell genug auf Fett zu stellen. Und wir kriegen schon wieder Verkehr. Es darf nicht wahr sein. Und schon wieder auf der schnellen Einführungsrunde, wenn wir da anbremsen. Guck doch mal, wie der da rüberkommt. Wie soll ich denn da
Wie soll ich denn da meine Linie fahren? Das macht die KI absichtlich. Ja, haben wir wieder Zeit verloren. Soll ich machen? Die kommen aus der Box. Die stehen immer im Scheitelpunkt der Kurve, wenn ich da ankomme. Und die Kurve kann ich damit nicht mehr perfekt fahren. Und damit ist die Rundenzeit schon gelaufen. Das ist ein Treck hoch 5. So, wieder 10. Und jetzt verbremse ich mich. Perfekt. Was ein Qualifying, wirklich wahr. Wir kriegen es nicht hin. Schnellere Runde kriege ich nicht hin. So, Alonso geht vorbei. Wir steigen aus. Kann nur schief gehen. Na, wo ist der Knopf? Bitte wenigstens 10. oder 11. Vettel ist auf 11. Na, der wird es doch noch schaffen, an mir vorbeizuziehen. Nö. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Was ein Kampf, wirklich. Wir könnten schneller sein. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt die Reifen hier total überbeansprucht. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze jetzt gleich ausgeht. Ich weiß nur, dass wir mit den letzten 10 Fahrern ganz schön fighten werden müssen, um da einigermaßen gescheit bei wegzukommen. Gefällt mir nicht. Ich will überlegen, ob wir überhaupt rausfahren sollen. Ja, vor allem, ich muss mit einem der beiden Reifen muss ich das Rennen starten. Das ist zum Kotzen, ist das wirklich. Ja, es bringt ja nichts. Den Reifensatz kriegen wir eh geschenkt, also fahren wir halt auch raus. Ach, Mann. Das sagt mir irgendwie gar nicht zu hier. Das ist so eine geile Strecke. Wenn man die im Fluss unterkriegt, kann man hier so schön schnell sein, aber ich krieg den Fluss nicht hin. Und das meine ich vollkommen ernst. Gibt andere Spiele, da bin ich hier extrem gut unterwegs und hier in F1 2014 will's nicht auf Experte.
Naja, wir versuchen es. Q3, hier geht es um die Pole Position. Vielleicht können wir vielleicht wenigstens Alonso helfen. Hätte ja schon mal einen kleinen Vorteil. Wenn ich einmal so die Kurve kriegen würde, wenn wir hier im Qualifying unterwegs sind. Ja. Dafür könnten wir die dann ein bisschen besser erwischen. So, hier im dritten durch. Dann im zweiten runter. Hier durch. Einmal, zweimal. Rauf aufs Gas. Rein in die Kurve. So, und jetzt hoffe ich, dass mir jetzt keiner vor die Birne fährt. In der ersten Kurve, dass wir die mal richtig schön anbremsen können. Und ich werde rausgetrieben. Super! Das kostet Zeit. War ich zu früh am Scheitelpunkt. So, hier lassen wir noch stehen, kommen nicht auf den Apex. Super. Zum Vergessen. Neunter. Zehnter. So, 6 Zehntel sind wir schon mal schneller, weil wir hatten keinen Abflug mit dabei. Da kamen wir mal ran an Apex, auch gut. Ah, nicht ganz Optimum, aber immer noch besser wie vorher. Wir bremsen uns ran und sind eine Sekunde schneller. Wenn wir die mitnehmen können über Start-Ziel, haben wir es geschafft. Puh. Das war mal eine geile Runde. Siebter müssen wir werden, sechster sind wir. Wenigstens das Ziel erreicht. Wow. Sag mal, was ist mit dem Auto los? Ich habe Flügel noch auf. Wieso ist er nicht zugegangen? Puh, ich bin echt, ich bin platt. War anstrengend, die Runde hier.
So, jetzt gerade nochmal die Boxeneinfahrt üben. Und dann gucken wir uns den Rest des Qualifyings noch auf dem Bildschirm an und hoffen einfach, dass wir einen guten Rennstart mit den fast abgefahrenen Rädern hinkriegen. So, Boxeneinfahrt auch nochmal trainiert. Jetzt tut mir alles weh, denn ich habe auch schon ein bisschen zu Crew aufgenommen. Und da sind wir jetzt, glaube ich, so weit durch die ganze Story. Und damit hätten wir fast wieder einen Slot frei. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. So, und jetzt haben wir hier Platz 6. Alonso ist Platz 4. Alter Schwede, ist immer noch eine halbe Sekunde schneller als wir. Wo nimmt der denn die Zeit her, bitteschön? So, wir lassen hier die Zeitbeschleunigung laufen. 3 Minuten, 1 Minute und Ende. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wenigstens das Ziel geschafft. Hülkenberg ist verdammt schnell. Alter Schwede. Die Mercedes wieder vorne, unangefochten. Dann ein Red Bull mit Ricciardo. Dann haben wir Alonso, dann Hülkenberg, dann mich, Magnus und Bottas, Massa und Button. Und so geht's dann ins Rennen rein. Ja, und ich hoffe, da sehen wir uns dann wieder im Rennen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum Rennen. Bye, bye. Ach so, es gibt, glaube ich, noch ein Video, oder? Genau, wir jubeln noch, denn wir haben es geschafft. Wir wurden Siebter oder besser.